Und mit diesem Stichtag geht's ein bisschen weit zurück. 1547, Schlacht von Mühlberg. Eigentlich hätte es ja mit dem Protestantismus zu jener Zeit vorbei sein sollen. 30 Jahre nach Luthers Thesenanschlag verlieren die evangelischen Fürsten die Schlacht von Mühlberg gegen den katholischen Kaiser. Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Hessen werden gefangen genommen. Ja, und doch kam alles anders. Die Stunde des größten Triumphs entwickelte sich zur Niederlage des Kaisers. Der Stichtag von Hartmut Schade. Jetzt endlich will Kaiser Karl mit den vermaledeiten Ketzern aufräumen. Fast 30 Jahre lang hat er hier Tun aus politischen Rücksichten dulden müssen. Nun herrscht Friede mit Frankreich, sind die Türken zurückgedrängt und der Papst gibt Geld, Söldner und erlässt einen Ablass zur Ausrottung der lutherischen Ketzerei. Also verhängt im Sommer 1546 Karl über Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und den Landgrafen Philipp von Hessen die Reichsacht als Rebellen, meineidige und treulose Störer der gemeinen Ruhe und Friedens. Für die evangelische Seite kommt diese Entwicklung nicht unerwartet. Seit dem denkwürdigen Reichstag in Worms, als Martin Luther dem Kaiser widersprochen hat, ist die Gefahr eines militärischen Vorgehens gegen die Protestanten offensichtlich. Die evangelischen Fürsten und Städte reagieren und schließen in Schmalkalden ein Militärbündnis. Militärisch sind sie dem Kaiser überlegen, der aber ist diplomatisch cleverer. Verspricht dem protestantischen Herzog Moritz von Sachsen die Kurwürde und die Herrschaft über die reichen Bistümer Magdeburg und Halberstadt. Bedingung dafür? Moritz müsse gegen seinen Schwiegervater Philipp und seinen Vetter Johann Friedrich persönlich vorgehen. Zu Vollziehung und Vollstreckung solcher erklärten Acht, Pein und Strafen mit aller Macht zu Ross und Fuß. 1546 bricht der Krieg zwischen dem Schmalkaldischen Bund und dem Kaiser aus. Moritz erobert schnell die ernestinisch-sächsischen Gebiete von Johann Friedrich, wird aber noch im Herbst vom Kurfürsten wieder vertrieben. Im Frühjahr 1547 kommen dann die kaiserlichen Truppen Moritz zur Hilfe. Johann Friedrich marschiert auf der rechten Seite der Elbe von Meißen nach Wittenberg, überzeugt, der breite Fluss schütze ihn vor einem kaiserlichen Angriff. Für den 24. April, einen Sonntag, plant er einen Ruhetag. Beim morgendlichen Gottesdienst fliegen dann Kanonenkugeln über den Fluss. Johann Friedrich flieht nach Mühlberg, nimmt Geschütze und Tross mit und beraubt so seine Truppen jeder Chance, den Angriff über den Fluss abzuwehren. Die kaiserliche Armee, denen ein Mühlberger Bürger eine Furt durch die Elbe gezeigt hat, schlagen mühelos die desorganisierten Truppen des Kurfürsten. Johann Friedrich wird gefangen genommen. »Ich bin euer römischer Kaiser Majestät Gefangener«, bitt euer kaiserliche Majestät um ein fürstlich Gefängnis. Lange erfreuen kann sich Kaiser Karl seines Sieges nicht. Schon im September widersetzen sich die Fürsten auf dem Reichstag seinen Rekatholisierungsedikten. Und Moritz ist zwar nun Kurfürst von Sachsen, aber nicht gewillt, die kaiserliche Macht zu stärken. Er schmiedet ein antikaiserliches Bündnis aus katholischen und evangelischen Fürsten und zwingt im Mai 1552 den Kaiser aus Deutschland zu fliehen. Drei Jahre später wird im Augsburger Religionsfrieden die Gleichberechtigung von Protestanten und Katholiken festgeschrieben.